Ich bin im November 1960 geboren und habe den GDB von 50. Wann kann ich abschlagsfrei in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Auch hier wieder eine Anfrage, die wir auf unserem Mail-Account erhalten haben. Ich bin im November 1960 geboren, werde also im Jahr 2022 62 Jahre alt, habe 43 Jahre gearbeitet und besitze einen Schwerbehindertenausweis mit einem GDB von 60. Wann kann ich ohne Abschläge in Rente gehen? So die Frage. Erst einmal, mein lieber Anfragender, ohne konkrete Unterlagen, eine aktuelle Rentenauskunft ist eine belastbare Aussage für Sie meinerseits nicht wirklich möglich. Das wäre ein wenig unseriös, also können wir nur allgemein mal vorgehen. Grob, wenn wirklich 43 Jahre vorliegen, es würden 35 Jahre anrechenbare Zeiten reichen, könnten Sie im April 2025 laut den Geburtsangaben, die Sie uns gemacht haben, abschlagsfrei in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Mit gleichem Datum, April 2025, könnten Sie aber auch in eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen, dann aber mit 45 Jahren Wartezeit. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen reichen 35 Jahre Wartezeit aus und zum Beginn der Rente muss aber zwingend die Schwerbehinderung mit mindestens GDB 50 nachgewiesen sein. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie eine rechtssichere Auskunft haben wollen, gehen Sie entweder zur Deutschen Rentenversicherung, da werden Sie kostenlos beraten, oder Sie nutzen einfach unsere Beratung früher in Rente gehen, wo? Auf rentenbescheid24.de. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.